Vielen Dank, vielen Dank. Es ist mir ein großes Vergnügen und eine Ehre, hier heute stehen zu dürfen und zu dem Thema Optimierungspotenzial für erfolgreiche Investmentstrukturen aus Anlegersicht zu sprechen. Sicherlich ein sehr professionelles Publikum und die Rechtsexpertise ist natürlich sehr weit verbreitet. Deswegen spreche ich auch nicht über die Struktur als solche. Und Sie verzeihen mir den ein oder anderen weniger definitorisch richtigen Aussagen. Ja, meine Person, Olli hat mich schon vorgestellt. Ich bin seit, sagen wir mal, 30 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig, in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen und Verantwortlichkeiten. Und das startete mit der Projektentwicklung, der Bewertung gegenüber Transaktionsberatung, dann auch über Asset, Fonds und Portfolio-Management. Die letzten 15 Jahre war ich in der institutionellen Welt unterwegs und davon 7 Jahre fast acht, bei einem großen deutschen berufsständischen Versorgungswerk. Habe also beide Seiten des Tisches kennenlernen dürfen. Genau. So. Die Ärzteversorgung war global investiert und in ganz vielen verschiedenen Strukturen, sodass das also ein breites Potpourri war, für das ich verantwortlich sein durfte. Dankenswerterweise. Ich habe mich dann Ende 21 entschieden, mich beruflich zu verändern und habe mit 7 Partnern Black Lake Management Partner gegründet. Black Lake ist eine strategische Unternehmensberatung. Wir sind voll fokussiert auf die Immobilienwirtschaft und wir stehen letztendlich den Unternehmen mit unserer Expertise zur Seite bei Entscheidungen, die sie zu treffen haben und auch bei der Umsetzung. Es ist ein erfahrenes Team von 7 Leuten, unterschiedliche Bereiche. Jetzt muss ich hier gerade mal meinen, wie geht das? Hier so, genau. So, wir haben einen Leitsatz, Providing Experience for Managing Complexities, also alle Leute sind 20, 30 Jahre in der Berufswelt schon unterwegs und wir können hoffentlich einen guten Beitrag leisten bei all den Herausforderungen, die zukünftig auf uns warten. So, steigen wir ein in das Thema und bevor wir das machen, wollen wir einmal kurz die Bedeutung eigentlich letztendlich der Spezialfonds nochmal vor Augen führen. Denn wenn wir mal sehen, dass 2857 Milliarden Euro in Investmentfonds von Deutschland aus gemanagt werden, dann ist das eine Riesenzahl. Und die letzten 10 Jahre hat sich das verdoppelt. Und die Spezialfonds bilden letztendlich das Rückgrat der Altersvorsorge. 65% der Pensions- und Versorgungseinrichtungen sind in Spezialfonds investiert. Und bei den Immobilien-Spezialfonds sind es auch 173,5 Milliarden Euro geworden. Das ist also ein Riesenwachstum in den letzten 2 Jahren. 21, 22, das ist der Stand November 22, hat sich hier ein Wachstum von 30%, also plus 40 Milliarden allein in den Spezialfonds, in den offenen Spezialfonds abgebildet. 75% davon sind in den Altersvorsorgeeinrichtungen, Versicherungen und Kreditinstituten investiert. Und sogar rund 84% in Deutschland investiert. Das ist also nur mal so, um abgeholt zu werden. Und in den letzten Jahren, wir haben es alle erleben dürfen, gab es eine Richtung, die Quoten sind nach oben geschossen, beziehungsweise immer weiter erweitert worden und auf historische Hochpunkte gekommen.